stehe ich da wie so ein entkoffiniertes Tier mit so einem halbfertigen Espresso, muss den ganzen Kladderadatsch wegschmeißen. Das ist nicht so smart. Der Heizkörper geht an. Meine Handtücher werden schon schön warm. Ist das notwendig und übermäßig sinnvoll? Nicht unbedingt. Bin ich normal oder bin ich unnormal? Herzlich willkommen. Heute schauen wir uns wieder eure Automationen und Shortcuts an. Lassen uns inspirieren und ich gebe meine unqualifizierten Kommentare und Reaktionen dazu ab, um diesem Kanal auf billigste Art und Weise zu einem neuen Video zu verhelfen. Menschen-Tiere-Automation, Ausgabe 8. Viel Spaß! Das heutige Video wird wieder unterstützt von Cevdesk. Vielen Dank dafür. Und noch einmal kurz der Hinweis, wenn du eine Automation hast für eine zukünftige Ausgabe dieses Formats, kannst du die gerne unter zeug.cool/zeigen an mich richten. Los geht's heute mit Toms Kühltruhe. Ich bin gespannt. Ja, das ist natürlich ein bisschen kurz, ne? Eine 20%ige Chance, dass es gleich hier runterfliegt. Neuer Versuch. Toms Kühltruhenautomation. Los geht's. Hallo Andreas. Ich stelle dir heute mal meine Kühltruhenautomation vor. Und zwar ist das das Live-Bild aus seiner Kühltruhe? Ich bin mal vorgekommen, dass jemand die Kühltruhe aus Versehen aus der Steckdose ausgesteckt hat und dann die Sachen da drin natürlich alle aufgetaut sind. Und um das zukünftig zu verhindern, habe ich einen Akara-Temperatursensor in die Kühltruhe. Die guten Akara-Temperatursensoren. Aber sind die bis minus 18 Grad oder so geeignet? Können wir eben schauen, ne? Minus 20 Grad, ja. Also normale minus 18 sollte der abbilden können. Und wenn die Temperatur innerhalb der Truhe über minus 10 Grad steigt, bekomme ich eine Push-Benachrichtigung über Pushcut auf mein Handy gesendet. Dafür habe ich einen Trigger in der Eve-App gebastelt. Ich weiß, dass das jetzt gerade ein Standbild ist, weil sich das Rauschen nicht mehr verändert. Und trotzdem werde ich innerlich unruhig, dass die Kühltruhe so lange offen ist. Bin ich normal oder bin ich unnormal? Den sehen wir hier, wo dann als Auslöser die Temperatur ist über minus 10 Grad genommen wurde. Und dann wird die Szene Kühltruhe-Alarm gesteuert. Und diese Szene Kühltruhe-Alarm schaltet dann einen virtuellen Schalter, den ich über Homebridge eingebaut habe, der hier Kühltruhe-Temperatur heißt. Und dann habe ich in der Kurzbefehle-App eine Automation gebaut, wenn Küche-Kühltruhe-Temperatur aktiv geschaltet wird, der Schalter, der virtuelle, dann wird folgender Kurzbefehl ausgeführt, der an die Pushcut-API die Nachricht sendet. Und in Pushcut kriege ich dann die Push-Benachrichtigung, die Kühltruhe erwärmt sich. Genau, das ist meine kleine Automation, dass nie wieder die Kühltruhe unbemerkt auftaut. Pushcut ist auf jeden Fall immer mal einen Blick wert. Ich mache da auch viel zu wenig mit. Ich habe da irgendwie was gebaut, um hier die Fenster offen Benachrichtigung zu bauen. Es ist nicht immer super intuitiv, aber man kann damit eben eine Menge machen. Ich verlinke dir die erwähnten Dinge, Produkte, sowas wie den Temperatursensor oder auch Pushcut unten in der Videobeschreibung. Sehr schön auf jeden Fall. Vielen Dank, Tom. Machen wir weiter in Ollis Garten. Es geht um seinen Mähroboter. Hallo, hier mal eine kleine Automation mit unserem Mähroboter. Der steht aus Platzgründen hinter dem Haus und hat hier was zu mähen. Neben dem Haus und um die Ecke vorm Haus ist auch noch Rasen. Damit jetzt aber keiner Hunde, Kinder unbeaufsichtigt in den Pool gehen, haben wir hier noch ein Tor hingesetzt. Und jedes Mal, wenn der Mähroboter startet, fragt er einmal das Tor ab, bist du auf oder zu? Und je nachdem fährt er dann oder hält an. In diesem Fall, das Tor ist jetzt geschlossen. Er fährt einmal kurz an, geht aus und wir bekommen uns auf dem Handy die Mitteilung, dass das Tor zu ist und deswegen der Mähroboter angehalten wurde. Das war ein lauter Ping. Kommen wir in der Automation zu einer zweiten Abfrage bezüglich der Rasensprenger. Hier läuft ein Rasensprenger. Da sollte der Mähroboter natürlich nicht mähen. Auch der wird abgefragt. In dem Fall Tor ist auf, Rasensprenger laufen, Mäher fährt los, merkt, Rasensprenger läuft, hält an
Und wir bekommen auch hier die Meldung, Rasensprenger läuft, deshalb wurde der Mähroboter ausgeschaltet. Im Gartentor haben wir einen Akara Fenstertürsensor montiert, der hier abgefragt wird, ob Tor auf oder zu ist. Und bei den Rasensprengern haben wir Shellys installiert. Die sind auch im I.O. Broker drin, sowie der Akara Fensterkontaktsensor, und meldet den Status, und so weiß der Mähroboter, ob er fahren soll oder ob er benachrichtigen soll, dass er nicht fährt. Sehr cool. Das müsste ich eigentlich bei uns mit dem Tor auch machen. Ich habe es stattdessen ausgehängt. Das ist nicht so smart. Danke auf jeden Fall für die Inspiration. Und jetzt schauen wir mal direkt weiter. Max hat mir seine Espresso-Maschine geschickt. Also er hat mir nicht seine Espresso-Maschine geschickt, sondern ein Video davon. Und mal sehen, ob ich als Nicht-Kaffeetrinker mich in dieses Szenario reinfühlen kann. Ich werde jetzt meine ganze Empathie zusammennehmen und vielleicht kann ich ja trotzdem was daraus ziehen oder ihr, wie auch immer. Wir schauen rein, mal sehen, was Max da gemacht hat. Moin Andreas, ich habe eine Espresso-Maschine, die ich eigentlich ziemlich gut finde. Aber leider kann man beim Wassertank nicht sehen, wie viel drin ist. Das heißt, wenn ich morgens aufstehe, mir ein Espresso machen will und dann mittendrin das Wasser ausfällt, stehe ich da wie so ein entkoffiniertes Tier mit so einem halbfertigen Espresso, muss den ganzen Kladderadatsch wegschmeißen, wieder sauber machen, von vorne anfangen und du könntest einfach nur heulend ins Bett gehen. Oder natürlich die ganze Geschichte smart machen. Das Ganze läuft jetzt wie folgt. Sobald der Wassertank eine gewisse Menge unterschritten hat, wird eine Lampe auf blinkend gestellt. Wenn ich dann den Wassertank wieder auffülle, oh, das geht ja auch einigermaßen in Echtzeit, ne? Geht die Lampe wieder aus. Realisiert ist das Ganze ziemlich simpel. Und zwar hatte ich Glück, dass dieser Wassertank so eine Vorrichtung hatte für einen kleinen Schwimmer, den ich dann von der anderen ECM-Maschine nachgekauft habe. Der ist da drin und hat einfach einen kleinen Magnet. Den sieht man hier. Und dann habe ich hochprofessionell unten in die Ecke ganz einfach irgendwo da einen kleinen Riedkontakt hingeklebt, der den Magnet auswertet, und das Kabel geht dann in einen Philips Hue Smart Button, den habe ich einfach aufgeknackt und da, wo der Taster dran war, den Riedkontakt dran gelötet, und das war's dann eigentlich. Und der schaltet dann die Lampe blinkend an und aus. Mhm. Okay. Auch eine sehr coole Idee, für die ich absolut überhaupt keine Verwendung habe. Aber vielleicht geht es euch ja anders. Bevor wir weitermachen und ich dir auch meine Automationen für heute zeige, möchte ich dir kurz Safdesk vorstellen. Die machen nicht nur dieses Video möglich, sondern auch Buchhaltung für Selbstständige wie mich und Unternehmen sehr viel angenehmer. Mit Safdesk kannst du Rechnungen schreiben, auch deine Belege verwalten und sie direkt deinen Kontobewegungen zuordnen, wenn Safdesk das nicht schon automatisch macht, aus den Belegen, die du da reinwirfst. Es ist einfach von sich aus schon eine Automation für deine Buchhaltung. Belege direkt in der App scannen, sobald du sie bekommst, Mails weiterleiten, und du kannst auch dein Inventar darin verwalten und es an Shopsysteme und fast alles andere anbinden. Und ich habe darüber hinaus auch für Safdesk einen Shortcut gebaut, der PDFs für mich in einem Ordner abspeichert, bevor sie dann automatisch in Safdesk geworfen werden. Ich kann sagen, ich war nie zufriedener mit einer Buchhaltungslösung. Und wenn du Safdesk kostenlos und unverbindlich und ohne Kreditkarte testen willst, dann klicke einfach auf den Link unter diesem Video, dann unterstützt du obendrauf auch noch diesen Kanal. Und wenn du dann nach dem Testzeitraum entscheidest, dass Safdesk für dich genauso gut funktioniert wie für mich, dann kannst du mit dem Code SUZ2021 bis zu 6 Monate kostenlos bekommen. Das ist viel kostenlose Zeit. Also worauf wartest du? Klick auf den Link unten in der Videobeschreibung
und besorge dir eine Buchhaltungsautomation. Danke, Safdesk, für die Unterstützung meiner Ablage und dieses Videos. Und wenn ich euch jetzt schon die Buchhaltungsautomation gezeigt habe, dann kann ich dir auch gleich noch was zeigen, woran ich jetzt gerade bastel. Ich habe mir einen persönlichen Shortcut angelegt, der automatisch abläuft, wenn ich mein Handy ans Stromnetz anschließe. Und dann passiert Folgendes. Das aktuelle Datum wird abgerufen und von dem Datum wird nur im eigenen Format die volle Stunde benutzt und dann wird sie auf eine ganze Einerstelle gerundet. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, weil es ja schon ganze Einerstellen sind. Aber sonst kann ich in der Wenn-Abfrage danach nicht sagen, dass es einen Bereich abfragen soll. Also zwischen 5 und 22 Uhr soll einfach nichts passieren. Sonst, also in den anderen Zeiten, also zwischen 23 und 4 Uhr morgens, wird dann mein Netzwerkname, mit dem das Handy verbunden ist, überprüft. Und wenn es unser heimisches WLAN ist, dann wird automatisch die Gute-Nacht-Szene abgefeuert. Die stellt dann sicher, dass der Rollladen runtergefahren ist, alle Lichter ausgeschaltet sind, bis auf das Nachtlicht im Flur, dass das entsprechend eingestellt ist, die nochmal checkt, ob die Dachfenster offen sind. Aber jetzt gehe ich ja nicht immer als letztes ins Bett. Also habe ich in Homebridge einen virtuellen Schalter angelegt, der beim ersten von uns, der ins Bett geht, geschaltet wird. Und dann wird die Automation abgebrochen. Und wenn der Schalter schon eingeschaltet ist, also wenn schon eine Person ins Bett gegangen ist, dann wird eben die Gute-Nacht-Szene ausgelöst. Und jeden Morgen um 5 wird der Schalter im Zweifelsfall zurückgesetzt, falls einer von uns nicht zu Hause ist oder irgendwie sein Handy nicht angestöpselt hatte oder die Automation ins Leere gegangen ist. Damit das alles dann vollautomatisch läuft, musst du noch das Vorausführen und Bestätigen ausschalten. Und dann ist die Frage, warum zur Hölle tut man das? Und die Antwort ist ganz klar, weil man es kann. Ist das notwendig und übermäßig sinnvoll? Nicht unbedingt. Wobei es schon sinnvoll sein kann, wenn du eine richtige Alarmanlage hast und dann den Hüllschutz automatisch für die Nacht einschaltest, damit man das nicht irgendwie jede Nacht vergisst. Kommen wir zurück zu euren Sachen. Dann hat Bastian mir eine smarte Badheizung geschickt. Und da schauen wir jetzt mal rein. Also eine Badheizung, keine Bartheizung. Wichtiger Unterschied. Und ich habe mir überlegt, ja, was kann ich denn zeigen? Eine Lichtschalterstörung ist super uninteressant, sondern es muss irgendwie was Witziges sein. Von daher habe ich mir was überlegt. Man kann auch eine aufregende Lichtschaltersteuerung machen. Glaube ich. Ich zeige euch heute eine Heizungssteuerung für meinen Badheizkörper. Wir haben einen Handtuchtrockner. Das Problem ist, wir haben eine Wärmepumpe mit einem sehr geringen Vorlauf. Das heißt, wir haben so vielleicht im schlimmsten Fall bei minus 10 Grad irgendwo so 28, 29 Grad Vorlauf. Aber in der Regel reicht dieser Vorlauf nicht aus, um einen Badheizkörper ausreichend zu erwärmen, damit die Handtücher vernünftig trocknen. Weil dann kann ich sie auch fast an der Luft trocknen. Und deswegen haben wir uns entschieden, Elektroheizkörper zu verbauen, die ganz klassisch über eine Steckdose genutzt werden. Das Problem bei so einem System ist, ich muss die irgendwie steuern. Die sind nicht permanent an, ich habe da keinen Thermostatregler oder solche Geschichten. So, da gibt es die Variante 1, ich habe da einen Schalter, mache das Ding an und ja, dann trocknet es und dann vergesse ich es aber mal wieder aus. Und dann läuft so ein Ding eine ganze Nacht und 1000 Watt mal eine ganze Nacht ist echt ärgerlich und teuer. Man könnte also aber auch einen Timer hinterlegen und sagen, okay, der Timer läuft jetzt 30 Minuten und dann ist die Heizung wieder aus. Dann muss ich aber immer dran denken, auf diesen Knopf zu drücken, damit auch der Timer startet, also damit die Heizung auch angeht. Und das vergisst man natürlich dann mal gerne, wenn ich natürlich schön trockene Handtücher haben möchte oder vielleicht auch... Und... Es ist nicht smart. Arme Handtücher während des Duschens, da auch auf diesen Knopf zu drücken. Und jetzt greift hier so mal ein bisschen Gebäudeautomation und Visualisierung ein. Es ist relativ einfach. Man kann es nämlich über Gebäude- oder Raumtemperatur messen. Ob ich nämlich zum Beispiel dusche oder eben nicht. Weil durch das Duschen entsteht ja Wasserdampf und dieser Wasserdampf ist sehr warm. Und dieser Wasserdampf, der steigt oben an die Decke und da sitzt mein Temperatursensor. Und dieses hinterlässt eine charakteristische Größe, die ich dann messen kann und mir das anschauen kann. Wenn diese charakteristische Größe kommt, dann weiß ich, da duscht jemand und dann kann ich die Aktion starten. Und dann gehen wir mal kurz in meine Visualisierung und in die Programmierung rein. Das, was ich hier jetzt eingeblendet habe, das habe ich für euch nur gemacht. Das ist quasi mein Auswertesystem dahinter. Das verstecke ich normalerweise. Genauso wie die Information, ob der Badheizkörper an oder aus ist und auch, ob der Timer nun läuft oder nicht. Genauso auch die Information der Raumtemperatur habe ich eigentlich an anderer Stelle hinterlegt, aber damit man das nur sehen kann. In der Regel steht eigentlich nur Sparbetrieb, Komfort und die Timerlaufzeit da drin. So, und jetzt gucken wir mal tatsächlich in die Raumtemperatur rein. Und da sehen wir jetzt mal vom heutigen Tag, genau, das ist die Raumtemperatur vom heutigen Tag.
Die schwankt. Sie liegt eigentlich immer so bei 22, etwas über 22 Grad. Aber da seht ihr schon, es gibt so ein, ich überhöhe das nämlich, wenn man da was mal ausstellt, dann sieht man nämlich eigentlich nichts. Das ist die eigentliche Raumtemperatur. Aber wenn ich das ein bisschen dynamisch mache, dann seht ihr so einen Peak. Der taucht hier auf. Und wenn wir hier mal direkt in den Stundenwert springen, dann seht ihr hier einen sehr starken Verlauf von etwa 22,3 auf fast 24 Grad. Und jetzt kommt das Spannende. Ich kann ein Skript schreiben, was sich genau das hier anguckt und diese Flanke erkennt. Und da gucken wir jetzt mal eben auf die rechte Seite. Und da seht ihr hier eine ganze Menge Programme, Timer, die das Ganze dann ansteuern. Aber das Spannendste ist dieses Skript, was ihr hier seht. Check. Dieses Skript Check wird jedes Mal ausgelöst, da seht ihr so ein Ereignis, wenn sich die Raumtemperatur aktualisiert. Das heißt, wenn ein neuer Wert kommt aus der Gebäudeautomation. Dann wird dieses Skript gestartet. Und dieses Skript sieht so aus, dass ich hier eine Temperaturdifferenz hinterlegt habe, nämlich 0,3 Grad und eine Zeitperiode von 600 Sekunden. Das heißt, ich gucke mir immer eine Periode von 60 oder 600 Sekunden an, also 5 Minuten. Und wenn innerhalb dieser 5 Minuten ich eine Temperaturdifferenz von 0,3 Grad messen kann, ermitteln kann, dann wird der Heizkörper eingeschaltet. Und das ist relativ simpel und funktioniert echt, echt gut. Und das ist schon sehr toll, wenn man quasi in die Dusche einsteigt, anfängt zu duschen und so ungefähr nach 2-3 Minuten sehe ich unten schon, der Heizkörper geht an, meine Handtücher werden schon schön warm, ich trockne mich ab, lege mein nasses Handtuch auf den Heizkörper und so nach 30, 45 Minuten, je nachdem, ist das Handtuch dann wieder trocken. Einfach, aber sehr simpel. Dafür kann man Gebäudeautomation verwenden. Sehr cool. Das ist auf jeden Fall ein Beispiel für eine Automation, die komplett selbstständig abläuft und tatsächlich was in deinem Leben besser macht und in diesem Fall eben Energie spart, weil der Elektroheizkörper nur läuft, wenn er gebraucht wird. Außer er triggert sich selbst, wenn er angeht und dann die Temperatur um 0,3 Grad erhöht in 5 Minuten. Naja. Das wird er ja getestet haben. Insgesamt auf jeden Fall eine schöne Sache. Und ich mag es ja bei solchen Automationen, ne, und auch bei meinem Shortcut eben, jedes Mal, wenn der ausgeführt wird und macht, was er soll und man selber nichts dazu beiträgt, auch wenn das im Zweifelsfall bei manchen Sachen nicht so ein großer Schritt ist, es fühlt sich unangemessen gut an. So, Alex hat mir ein paar Sachen anderweitig zukommen lassen. Da müssen wir mal eben so reinschauen. Ach, das sind diese Vorhangsmotoren, ne? Ja, 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 okay. Also wenn er den Türgriff betätigt, dann fahren automatisch die Vorhänge auf. Und im Zweifelsfall auch wieder zu. Was natürlich ziemlich cool wäre, wenn die sich auch die Position merken könnten, sodass sie nur für die Tür auffahren. Ist aber vielleicht ein bisschen zu viel verlangt. So, er hat auch noch ein paar Sachen dazu geschrieben. Okay, er hat zwei Akara-Türkontakte da drüber gebaut und so ein Gehäuse 3D gedruckt und je nachdem, wie er den stellt, weiß dann eben Home Assistant in diesem Fall, ob es offen, geschlossen oder gekippt ist und kann die Vorhänge entsprechend ansteuern. Okay, ganz cool. Mir werden andauernd diese Gardinenmotoren angeboten, aber ich habe nirgends Gardinen, die mehr als Dekoration sind, also kann ich die nicht ausprobieren. Ganz cool, das mal in Aktion zu sehen. Aber er hat noch mehr geschickt. Drei Wohnzimmer- und Heimkino-Sachen. Das ist ja das Brot und Butter dieses Formats. Okay, das ist ein IKEA-Schalter. Leinwand kommt runter. Vorhang fährt zu. Receiver geht an. Stellt sich ein. Und Lichtszene wird gesetzt. Okay, bis hierhin erstmal relativ normal, würde ich sagen. Vergleichbare Sachen hatten wir schon mal. Jetzt Play-Pause steuert Licht. Okay, wenn er Pause macht, dann wird danach so eine ambiente Beleuchtung eingeschaltet. Und geht sofort wieder aus, wenn es weitergeht.
So findet man natürlich im Zweifelsfall Toilette oder Kühlschrank in der Pause einfacher. Und an der Front geht es jetzt auch weiter, denn sein Kühlschrank kommuniziert mit dem Licht. Ach so, okay. Okay, also wenn er in der Pause vergisst, den Kühlschrank wieder richtig zuzumachen, wird er mit rotem Licht erinnert. Das schlägt so ein bisschen in die gleiche Kerbe wie die erste Automation heute. War, glaube ich, auch ein Akara-Sensor eben. Ne? Er hat auch noch was geschrieben, da gucken wir nochmal eben rein. Ja, wenn der Kühlschrank für länger als 30 Sekunden offen steht, während der Beamer läuft, werden die LEDs an den Absorbern aktiviert. Okay, ist ja ein richtig kleiner Kinobetrieb, den du da automatisiert hast. Fehlt nur noch ein Eismann, der reinkommt. Oder hast du mir das einfach nicht mitgeschickt? Ebenfalls in die Fernsehkerbe schlägt Garvin mit seiner TV-Automatisierung. Schauen wir mal rein. Heute möchte ich euch mal eine meiner Smart-Home-Lösungen vorstellen. Ziel des Ganzen war... Schon längst ignoriert. ...das ein Problem zu lösen, das sich beim Zusammenspiel meines LG OLED-TVs mit meinem Denon AV-Receiver zeigt. Das Problem besteht darin, dass der Fernseher je nach Eingangsquelle, also zum Beispiel TV, YouTube, Netflix oder was auch immer, unterschiedliche Verzögerungen des Tons in Bezug auf das aktuell gezeigte Bild erzeugt, also ein Audio-Video-Delay. Das kann sehr nervig sein, wenn die Stimme nicht zu den Mundbewegungen des Sprechers oder der Knall nicht zum Mündungsfeuer der Waffe passt. Das kenne ich. Außerdem ist auch die Lautstärke für jede Eingangsquelle sehr unterschiedlich. Es ist wirklich nicht schön, wenn man vom TV-Programm auf ein YouTube-Video umschaltet und... Ihr braucht jetzt nicht hinter euren Fernseher krabbeln oder euren Receiver umstellen. Das war ein mäßiger Gag, der mir gerade spontan eingefallen ist. ...einem plötzlich die Ohren weggeblasen werden. Stufe 1 der Optimierung ist natürlich, per App oder per Sprachsteuerung das TV-Gerät ein- bzw. die Eingangsquelle umzuschalten und dann automatisiert die Lautstärke und Verzögerung anzupassen. Das sieht dann beispielsweise so aus. Hey, schalte Plex ein. Jetzt schalten sich TV und AV-Receiver ein, der Fernseher schaltet auf die passende Eingangsquelle um und der AV-Receiver passt Lautstärke und Delay an. Das schreit nun aber natürlich nach Stufe 2. Okay. Denn wenn wir das Gerät nicht per Sprachsteuerung oder über die App bedienen wollen, liegt da ja auch noch die gute alte Fernbedienung rum. Deshalb werden die Lautstärke und das Delay nicht einfach dann angepasst, wenn man einen Sprachbefehl erteilt oder die App benutzt, sondern immer dann, wenn sich die Eingangsquelle des TVs tatsächlich ändert. Wenn ich nun mit der Fernbedienung zum Beispiel auf Netflix umschalte, werden Volume und Delay automatisch angepasst. Und das war's eigentlich auch schon. Diese kleine Automation löst ein Problem, das ansonsten sehr viel Zeit und Nerven kostet, da eine manuelle Anpassung der Lautstärke und des Delays bei jedem Umschalten sehr viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Gelöst? Das glaube ich auf jeden Fall. Also normalerweise würde man dafür ja einfach alles durch so einen AV-Receiver durchrouten, damit das alles das Gleiche ist. Gut, wenn du interne Apps des Fernsehers benutzen willst, dann fällt das natürlich so oder so auf den Bauch, das stimmt. Habe ich das Ganze übrigens mit Home Assistant auf einem Raspberry Pi 4 mit einer Node-RED-Automatisierung unter Zuhilfenahme der WebOS und Denon-Add-ons für Home Assistant. Der Google Assistant bekommt die virtuellen Switches für die einzelnen Sender übrigens auch gleich aus Node-RED geliefert. Another first world problem solved. Bye. Kann man nicht anders sagen, aber verstellte Audio-Video-Delay-Sachen sind schon echt ein sehr unangenehmes Ding. Und wenn du die tatsächlich bei jedem Umschalten des Inputs sonst manuell einstellen müsstest, selbst wenn du die Werte irgendwann auswendig kennst, also so will niemand leben. Danke für die Automation. Ich hoffe, es hilft auch anderen da draußen. So, und dann haben wir von Victor noch eine Regenerkennung mit einem Tür-Fenster-Kontakt bekommen. Das wollen wir uns natürlich auch nicht entgehen lassen. Wieder ein Akara-Türfensterkontakt. Auch er geht an die Innereien. Und lötet offenbar einen Sensor an, ja.
Ein Regensensor müsste das sein. Habe ich eiskalt aus dem Titel. Es regnet. Denk daran, die Sachen aus dem Garten reinzuholen. Auf jeden Fall beeindruckend schnelle Verzögerung, wenn da jetzt nicht im Video getrickst wurde. Also das hat auf jeden Fall ganz gut funktioniert. Finde ich auf jeden Fall auch ganz spannend, also den Sensor so umzufunktionieren. Ähnlich wie der Sensor in der Espresso-Maschine eben ja auch umgebaut war. Also wenn man sich zutraut, ein bisschen an den Sensoren und Schaltern und Tastern herumzulöten, dann ist natürlich noch ein Haufen Zeug möglich, der über das Offensichtliche hinausgeht. Vielen Dank, Viktor, auf jeden Fall schon mal. Und vielen Dank auch an alle anderen, die heute was eingesendet haben. Wenn du noch eine spannende Automation hast, egal welcher Größe, dann wirf sie mir gerne unter zeug.cool/zeigen in den virtuellen Briefkasten. Und dann sehen wir uns hier hoffentlich schon bald zu einer neuen Folge von Menschen-Tiere-Automationen wieder. Wenn du noch Fragen, Ideen oder Meinungen zu den gezeigten Automationen hast, dann schreib sie gern unten in die Kommentare. Wenn es dir gefallen hat und du sowohl zukünftige Ausgaben dieses Formats als auch andere Videos zu Technik für zu Hause nicht verpassen willst, dann abonniere hier den Kanal. Und bis es dann was Neues gibt, kannst du hier weiterschauen. Oder hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.